Liebes sieht nach Tropen aus. Umut buhlt wieder um Natascha. Um sie wird es also doch einfach nicht langweilig. Gerade erst mussten Natascha Ochsenknecht, 53, über die Hängebrücke des Dschungelcamps marschieren. Da wartet am anderen Ende schon das nächste Abenteuer. Ihr Ex Umut Kekeli, 33, lässt der Siegerin seines Herzens eine Nachricht zukommen, und zwar mit mega großem Extra. Eine Kamera, ein Mann und ein goldener Herzluftballon, der so groß ist, dass er den hoffnungslosen Romantiker beinahe schon wieder verdeckt. Hallo, Liebe. Ich hoffe, es geht dir gut. Du hast dich auf jeden Fall sehr gut geschlagen. Ich bin sehr, sehr stolz auf dich. Hast du sehr gut gemacht. Vielleicht sieht man sich irgendwann mal auf einem Café, wenn dieser Clip, den der Kicker RTL zukommen ließ, nicht die Überraschung im Beziehungsrodeo zwischen dem Fußballer und der Tropenmutti ist. Immerhin hatte sich der türkische Sportler ein Auswärtsspiel genehmigt. Nach dem Liebesaus der beiden wollte der Rosenkrieg dann gar kein Ende mehr nehmen, die Blütenkämpfer schossen mit Seitenhieben, wo es nur ging. Während schließlich im australischen Busch herumlungerte, tänzelte ihr Verflossener aber nach wie vor in dissenden Textilien herum. Bleibt abzuwarten, ob sich das Haarchameleon trotz neuem Modestil wirklich von dem Liebesschmaus umgarnen lassen wird. An der australischen Traumküste hat sie derzeit ja immerhin reichlich Zeit zum Nachdenken. Was haltet ihr von Umuts Liebesoffenbarung? Finde ich wirklich total süß. Hoffentlich klappt es nochmal mit den beiden. Das ist absolut peinlich. Er hat sie schließlich betrogen und sollte sie endlich in Ruhe lassen.